So, hi. Und zwar möchte ich gerne heute oder in diesem Video auf die 3x3x3 Notation eingehen. Einfach nur noch mal kurz erklären, was steht für was. Wenn ich mich entschieden habe, was halte ich oben, was halte ich unten. Ich mache das jetzt, wie ich das immer mache, weißes und gelbes oben. Entschuldigung. Dann muss ich einfach wissen, wie werden die einzelnen Seiten bezeichnet und was passiert, wenn ich sie drehe, wenn ich die Buchstaben, die man häufig im Internet findet, benutzen möchte. Ja? So. Wenn ich jetzt den Buchstaben U finde, steht er für das englische Wort up, was oben bedeutet. Also, das hier wäre die Seite, die als U zu bezeichnen ist. Im Gegenzug steht das D für down. Und beinhaltet diese Seite hier, die unterste. Ja, weil down halt eben für unten steht. Ich hoffe, jeder kann Englisch, ich werde es aber trotzdem mal für jeden erklären. Ja, R steht für right, was rechts heißt. L steht für left, was links heißt. F steht für front, was Vorderseite heißt. Und B steht für back, was hinten heißt. Ja? Also U, D, R, L, F, B. Ja? So, das sind die Hauptseiten, die man eigentlich in den meisten Fällen drehen muss. So, jetzt habt ihr aber schon ganz oft gesehen, dass da zum Beispiel R-Strich, L-Strich, D-Strich, U-Strich, whatever steht. Dieses Strich heißt immer gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn kein Strich steht, heißt es immer im Uhrzeigersinn. Ja, um sich merken zu können, was heißt das jetzt im Uhrzeigersinn, bei der Frontside, also bei F, ist es relativ einfach. Das ist wie, als würde man dann halt eben eine Uhr drehen. So wäre im Uhrzeigersinn drehen. So wäre gegen den Uhrzeigersinn drehen. Also F, F'. Ja, das ist im Grunde schon alles. So, wenn ich jetzt aber wissen will, wie drehe ich das denn hier, oben und unten. Dann muss ich so tun, als würde ich, während ich weiterhin das hier als meine Vorderseite betrachte, im Kopf muss ich so tun, als würde ich auf die Seite drauf gucken und dann weiß ich, wie ich im Uhrzeigersinn drehen muss und gegen Uhrzeigersinn. Also bei oben bedeutet das dann so rum. Das wäre U. Also im Uhrzeigersinn. Während U' das hier ist. Ja? Die rechte Seite, wenn ich drauf gucken würde, ist das hier im Uhrzeigersinn. Also so, das wäre rechts. R. R'. Links, es ist so rum. Das ist L. Während das L' ist. Unten, es ist so. Das ist D. Und das hier ist D'. Und bei hinten ist es halt ganz tricky. Da ist das hier. B. Wenn ich nämlich jetzt einmal rumdrehe, sehe ich, ich drehe im Uhrzeigersinn. Ja? Und das hier ist B'. So. Finde ich also den einzelnen Buchstaben, heißt das, ich muss im Uhrzeigersinn drehen. Ist ein Strich daneben, heißt das, ich muss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja, so. Und meistens ist das in Großbuchstaben geschrieben. Wenn da halt eben aber ein Kleinbuchstabe steht, ja, dann bedeutet das, dass man zwei Ebenen gleichzeitig drehen muss. Ja. In den meisten Fällen kommt das, also bei den meisten Algorithmen kommt das recht selten vor, aber ab und zu ist das so. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen R habe, ist das so. Ja, ich drehe nämlich nicht nur diese R-Ebene, sondern man muss eben immer die Doppelseite drehen. Ja, klein u ist so. Klein R' wäre so.
Ja, klein f. So. Heißt immer die Doppelseite. Ja? Klein l, klein l Strich. Klein d Strich. Ja? So. Wenn hinter einem Großbuchstaben oder auch einem Kleinbuchstaben eine 2 steht, heißt das, dass man diese Seite zweimal drehen muss. Im Normalfall, ne? R, 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 R. Wenn da aber R2 steht, direkt auf einmal zweimal drehen. Und da ist es aber egal, ob im Uhrzeigersinn oder nicht, ne? Rein logisch, wenn ich so drehe oder so drehe, es kommt das gleiche bei rum. Ja? 180 Grad. So. Ja, zusammenfassend, Großbuchstabe heißt eben eine Seite im Uhrzeigersinn drehen, Großbuchstabe mit Strich heißt gegen den Uhrzeigersinn drehen, steht eine 2 dahinter, heißt es die Seite zweimal drehen, es ist ein Kleinbuchstabe, heißt es eine Doppelseite drehen. Ja, nur 2 muss man so machen. Jetzt gibt es noch die mittleren Ebenen, die ich noch erwähnen möchte, wie die genannt werden. Da gibt es E, das ist die mittlere Ebene zwischen U und D. Also, das ist mein D. Entschuldigung, das ist mein E, weil es zwischen D und U liegt. Das heißt, so, es wird E halt gedreht. E-Strich. Dann gibt es noch S, das ist die mittlere Ebene zwischen F und B. F und B, also das ist das S. S-Strich. Dann gibt es noch M. M ist zwischen rechts und links. Das ist M. Das ist M-Strich. Ja. Das letzte ist noch der Würfel im Ganzen gedreht. Ja. Wenn rot meine Frontseite ist, gelb habe ich oben. Ja. Dann gibt es das Kürzel X. Und das steht dafür, dass du sozusagen den Würfel so drehst. Ja, das ist X. 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 X-Strich. 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 So, dann gibt es noch Y, wenn oben gelb ist und rot in der Front. Dann drehst du sozusagen den Würfel so. Das ist Y. Y-Strich. Und als allerletztes haben wir halt noch Z, wenn gelb oben ist und rot an der Front. Dann dreht man den Würfel so. Das ist Z. Z-Strich. Das sind die Notations, die wir haben bei dem Würfel. Ja, somit muss man bei den Algorithmen halt einfach beachten, was steht da genau. Ist das halt eben Großbuchstabe? Steht da eine 2 dahinter? Ein Strich dahinter? Ist das ein Kleinbuchstabe? Oder halt eben ein S, ein E, ein M, ein X, ein Y, ein Z? Muss man einfach wissen, wofür steht das. Ja? Leicht zu merken ist natürlich halt eben U, D, F, B, R, L. Ja, die sind am leichtesten zu merken und am unkompliziertesten. Man muss sich dann nur noch merken, R, R-Strich, L, L-Strich, F, F-Strich, B, B-Strich, U, U-Strich, D, D-Strich. Ja? Die Sachen, die man nicht so häufig hat, sind halt eben E und E-Strich, ist S und S-Strich und M, M-Strich. Die hat man recht selten. Genauso selten ist halt eben das Y. Das kommt nicht so oft vor. Ab und zu schon natürlich, sonst gäbe es das natürlich nicht.
Das Z habe ich so gut wie noch nie gesehen in einem Algorithmus. Und das X. Ja, das sind auch eher seltene Sachen. Ansonsten findet man häufiger natürlich die Zweierdrehungen. Ja, und ab und zu auch die Doppelfrontsache. So.